Hallo Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zwecks des Updates meines Texturenpacks, beziehungsweise meiner Texturenpacks, Plural, auf die neueste Minecraft-Version 1.4.2. Und wir sind hier gerade im Asia-Texturenpack. Gehen wir doch mal aus dem Asia-Texturenpack heraus und nehmen mal das Antik. Sollten auch alle funktionieren. Ein paar Texturen sind noch nicht geupdatet, beziehungsweise Default. Das kann man hier bei, wo ist es denn? Hallo? Rüstungen, genau. Also, die Rüstungen sind zwar an sich schon geupdatet, aber die Icons, die ihr hier drin seht, die sind noch im Default-Look, weil ich habe mir da was Neues überlegt und bin noch nicht fertig geworden damit. Und das Tolle ist, man kann den Kram jetzt auch färben. Ich nehme mal weiße Wolle, gelb. Blau, grün, orange, rot. Haben wir denn hier mal nicht bitte für mich eine Workbench? Do you have a Workbench? There is my crafting table. Dann stellen wir hier neben die Blumentöpfe auch neu in diesem Update. Sind die Blumentöpfe, hallo Hexe, auch neu in dem Update. Oh, hallo Fledermäuse, auch neu in dem Update. Und was da hinten so leuchtet, ist auch neu in dem Minecraft-Update. Interessant, nicht wahr, was es alles Neues gibt? Könnt ihr ja mal nachlesen. So, ich färbe mir jetzt meine Schuhe gelb. Mein Hemd bitte wieder weiß. Blütenweiß. Die Hose hätte ich gerne in einer schönen Jeansfarbe. In blau, dankeschön. Und rote Helme, weil das ist gefährlicher. Dann trage ich den Kram jetzt auch gleich mal. Es ist schön, dass man die Ledersachen jetzt färben kann. Damit sieht man dann auch gleich viel fescher und individueller aus. Allerdings die anderen Sachen kann man, soweit ich das gesehen habe, nicht färben. Aber immerhin die Ledersachen. Sieht doch ganz schick aus, ne? Ist für alle Farben kompatibel. Könnt ihr ja einfach mal ausprobieren und alles pink machen. So, ich brauche ich nicht mehr. Gut, was gibt's sonst noch Neues? Habe ich das schon platziert? Nein, guck mal, ein Amboss. Das passt doch super. Da kann man jetzt Ausrüstungsgegenstände erweitern, aufwerten, reparieren. Und was wir hier drüben haben, ja, das auf einer Pyramide von ganz wertvollen Blöcken, das sind jetzt hier in dem Fall Eisenblöcke, Eisenpyramiden, kann man jetzt so ein Leuchtfeuer packen. Und wenn man das Leuchtfeuer mit ein paar wertvollen Gegenständen füttert, kann man es aufwerten. Hier gibt es zum Beispiel Sprungverstärkung. Ich springe. Springe, boing, boing. Seht ihr das, wie ich springe? Schaut euch meine Sprünge an. Ich bin ein Jumper. Guck mal, da habe ich einen Amboss hingestellt. Hätte ich jetzt gar keinen cheaten müssen. Hallo, Hunnis. Hallo, Villager. Was guckst du die Hunnis denn so an? Die sind nicht zum Essen. Schämlich. Ja, das finde ich zum Beispiel einen Amboss, finde ich sehr interessant. Wenn man das Ganze craftet, findet ihr natürlich wieder Minecraft-Wiki. Und ansonsten, oh, es gibt so viel Neues zu entdecken. Lest euch die Patch-Notes durch, ladet euch die Texturenpack runter. Viel Spaß beim Downloaden. Tschüss. Er fängt die Musik wieder von vorne an zu spielen. Hängen da hinten Zombie-Köpfe? Oh, frag gar nicht. Ja, tschüss.